Der Bobson Bob Podcast. Ja, wie viele Videos passen eigentlich auf so ein Ding drauf? Mein iPhone gibt ja bald ein neues. Moin erstmal. Es ist jetzt irgendwie kurz nach drei. Toller Tag heute und ich dachte mir, Mensch, könntest mal wieder los. Bisschen spazieren gehen und den Gimbal mitnehmen. Hat mir ganz gut gefallen letztes Mal. Das Video ist schon schön, wie die so alles ausgleicht und nicht wackelt und so. Folgendes. Ich habe jetzt das iPhone 8 Plus bestellt. Das heißt, habe ich noch nicht wirklich, aber es ist auf dem Weg. Ich habe den Twitter-Support von Vodafone, also der ist top. Der ist wirklich gut. Den habe ich heute angeschrieben, weil ich schon wieder Post bekam. Erstmal von wegen Vertrag. Ja, ist ja jetzt so, dass sie meine Rücknahme bestätigen. Also, dass das alles wieder beim Alten bleibt und so. Und dann kriege ich heute wieder Post von einer anderen SMS, von einer anderen Nummer. Ihr Vodafone-Team, also jetzt ist Ihr Vertrag wunschgemäß um 24 Monate verlängert. Und dann denke ich mir, also hü, hot, hoppla, hopp, was weiß ich, was machen die da? Das ging jetzt im Grunde genommen, ging mir das, ich will nicht sagen, es ging mir schon wieder ein bisschen auf den Sack, aber doch, es darf doch nicht sein, sowas. Mensch, So ein bisschen Klarheit einfach, weiß ich nicht. Das ist jeder macht das da, wie er will und irgendwie man kriegt dann. Ich habe jetzt gerade eben wieder Post gekriegt von wegen 24 Monate verlängert und bla. Habe ich nicht gemacht. Soweit bin ich gar nicht. Ich habe lediglich mit dem Twitter-Service geschrieben. Noch gar nichts gemacht irgendwie. Die letzte Frage war, ob ich denn wieder eine Handyversicherung dazu bekommen kann. Ich kriege einen super Tarif jetzt. Meine Frau kriegt so eine Partnerkarte. Dadurch wird das alles ein bisschen günstiger und so ganz normal. Ich komme mit 10 GB Datenvolumen dicke hin, brauche ich gar nicht. Ich habe jetzt 8. Und kriege den Tarif halt eine ganze Ecke günstiger. Und habe quasi die Karte meiner Frau so dabei. Hey, das ist schon in Ordnung. Jetzt wollte ich das mit dieser Versicherung für einen Zehner im Monat noch klären, weil die brauche ich. Das Handy klatscht mir ewig mal runter und das letzte habe ich halt zweimal machen lassen müssen. Einmal, weil ich mich besoffen im Bus draufgesetzt habe und das andere, da hat unsere Tochter irgendwie was drauf fallen lassen. Oh, hier ist aber ein Weg. Donnerwetter. Warte mal. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Kriege ich das irgendwie? Nee, oder? Wenn ich es jetzt so mache. Und so runter. Vielleicht dann. Nee. Da geht er in die Richtung. Ja. Ja, so müsste es gehen. Guck mal. Das ist rutschig hier, ne? Da glitscht so aus und ruckzuck fließt dir hier auf der Fresse. Naja, auf jeden Fall, da denke ich mir, scheiße, ist schon wirklich glitschig hier. Mal vorsichtig machen, dass ich nicht nur ausrutsche. Da habe ich dann jetzt Upsala. Nee, ist ja krass. Ja, da gibt es bestimmt irgendwelche Hater, die jetzt denken, Mensch, nun rutsch aus, Bob, rutsch, los, leg dich aufs Maul. Nein, den Gefallen tue ich euch nicht. Zumindest nicht. Nicht freiwillig. Da muss ein bisschen mehr kommen. Geht. So, jetzt habe ich es gleich. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, die 10 Euro, ja, von wegen Glasbruchversicherung brauche ich. Jetzt muss ich hier wieder hochgehen. Dann gehe ich wieder in meine Richtung. Und jetzt sagt er mir gerade,
Er nimmt aber noch auf, das ist gut. Er sagt mir gerade Akku schwach. Gut, dann will ich es nicht so lang machen. Ich habe noch die 10 Euro jetzt, ja, wenn da jetzt gleich die Bestätigung kommt und ich dieses ganze Paket da, was weiß ich, für ich glaube jetzt 80 Euro mit Partnerkarte und iPhone-Tarif und alles drinne, inklusive Flat in alle Netze und 8 GB, die ich mir mit meiner Frau dann teile, ist genug, wie gesagt, reicht mir. Will ich mal gucken, dann schieße ich das ab und dann soll der Twitter-Support das machen. Die sind wirklich gut, also muss ich sagen. Das ist eigenartig. Warum können die anderen das nicht? Warum haben die anderen da so Schwierigkeiten? Gut. Lange Rede, schwacher Sinn. Dann war ich bei Frank, dem Bruder von KB Music, von dem Klaus. Und Wochenende war super geil. Hatten wir einen Spaß. Ach, jetzt wo ich hier laufe, noch ganz kurz nebenbei. Der MM ist überfallen worden, deswegen hatte der so ein Fletschauge. Also das tut mir natürlich leid. Hab das letztes Mal so ein bisschen spaßig gesagt, wo er sich rumgetrieben hat und Schlittersboxbuden und so. War gar nicht so lustig. Er hat da richtig was abgekriegt. Haben ihm ein Tablet abgezogen und sein S8 oder wie heißt das von Samsung. So ein Galaxy ist dabei kaputt gegangen und alles ziemlich blöd. Naja. Gut, mittlerweile hat das, glaube ich, überstanden. Wer fährt denn hier spazieren? Ja. Komisch, mindender Kennzeichen. Die haben hier gar nichts verloren. Oder haben die sich da oben eingemietet? Eigentlich ist das nur so eine Waldhütte. Komisch. Naja, gut. Wie gesagt, war ein bisschen tragisch. Ja, aber egal. Jetzt die lustigen Sachen. Ich war bei dem Frank gewesen. Wir hatten einen Spaß. Mensch, ist das ein toller Typ. Und das ist, man kennt sich im Internet so, man fährt dahin und es ist von der ersten Sekunde an eine super Chemie. Man hat sich so toll aneinander gewöhnt in Zeiten des Internets. Ist das wirklich schön. Überall, wo man hinfährt, sieht man nette Menschen. Es gibt auch den einen oder anderen Spinner dazwischen. Das ist ganz klar. Ist ja überall, wo es Menschen gibt, gibt es solche und solche. Das ist doch klar. Aber letzten Endes, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt im Internet. Und jetzt das mit dem Frank wieder. Ach, war das ein tolles Wochenende. Da werde ich noch lange von zehren. Ich habe das auch, auch der Gérard kam dann abends noch mit seiner Familie. Und dann haben wir natürlich einige bayerische, wie hieß das Bier noch? Ich sag's jetzt verkehrt, Augustiner, glaube ich. Augustiner Hell haben wir getrunken. Da waren wir erst draußen, da haben wir dann über Amateurfunk und Funk gesprochen, CB-Funk. Das war früher meins, genau meins. Und Frank ganz genauso. Da hatten wir ein Thema, so, wo wir gar nicht voneinander wussten, glaube ich. Naja, auf jeden Fall toll haben wir uns da unterhalten. Ja, jetzt ist das ein bisschen blöd. Jetzt sind hier Leute und die labern hier. Mache ich mal kurz Pause. Ach, ich kann einfach weiter erzählen. Ja, dann haben wir da schön das Augustiner getrunken. Das war, hallo. Ein Video für mich. Aha. Ja, mein Tagebuch. Genau. Ja, die freuen sich auch, seht ihr. Ich mache das mal so, dass die mich nicht sehen, dass ihr da nicht drauf seid. Oder vielmehr die Leute nicht. Und ja, super. Ja, super Wochenende. Schön. Der Frank hat auch eine ganz tolle Familie. Also er hat ja seine Frau und die drei Kinder und ach, durchweg. Man fühlte sich gleich so in dieser Familie wohl. Also das war einfach klasse. Schönes Wochenende. Vielen lieben Dank nochmal. Und das nächste Mal kommt ihr zu uns. Dann machen wir bei uns mal irgendwie zwei schöne Abende oder so. Und dann kommt der Klaus auch. Das wäre toll. Ah, da kommt schon der nächste langgefahren. Muss er ein bisschen aufpassen.
Die sausen hier ganz schön um die Kurve. Aber wenn die sehen, dass da jemand mit der Kamera ist, irgendwie, oh, der filmt jetzt, der. Müssen wir aufpassen. Nein, Quatsch. So, jetzt ist es wie gesagt kurz nach drei. Ich mache jetzt hier gerade so eine kleine Runde. Wo ich normal mit den Hunden gehe, kann ich jetzt ja nicht da mitnehmen, weil das wäre jetzt zu viel Dingelei hier. Aber gleich um 17 Uhr habe ich MT. Ich denke mal, dass das irgendwie mit manueller Therapie oder so zu tun hat. Keine Ahnung. Ich glaube, manuelle Therapie. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich wegen meiner Bandscheibe da. Durchgeknetet ist das ja nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Keine Ahnung. Es ist das erste Mal. Ich muss um 17 Uhr da sein, wie gesagt. Und dann schauen wir mal. So. Drückt mir mal die Daumen, dass das schnell wieder besser wird. Das ist irgendwie Käse. Ich kann da nicht... Ich kann das nicht so gut haben, wenn die, wenn ich irgendwo was liegen sehe, dann muss ich das schnappen und dann, ja, ich kann es nicht liegen sehen. Und dann habe ich es in der Hand und dann denke ich schon wieder, ach scheiße, jetzt hast du schon wieder viel zu schwer gehoben und hast das wieder gemacht und ach, das ist Käse. Ich muss mich immer so zügeln, dass ich es nicht... dass ich es nicht in der Hand nehme und dann ist es meist schon zu spät. Ja, hier ist ganz schön was los. Meine Güte. Ist so ein kleiner Ponyhof hier bei uns in der Nachbarschaft und da lernen die Kiddies halt reiten. Und da die Kiddies heute ja selten laufen können, Fahrradfahren geht gerade noch so, aber natürlich ist es schöner, wenn ein Mama oder Papa zum Reiten bringt, ist hier immer viel Betrieb. Gerade wenn so die Stunden, diese Reitstunden wechseln. Und ich denke mal, dass das gerade so ein Moment ist. Ja. Gut, aber wie gesagt, soll es gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Nein, falsch. Ich fand es so schön beim Frank, dass ich das wirklich, wirklich, wirklich gerne bald wiederholen möchte. Und dann bei uns vielleicht, wenn er Lust hat, herzukommen. Frank, du, deine Familie, alle kommt jederzeit gerne. Guckt mal, wie ihr es einrichten könnt. Dann machen wir das bei uns auch mal. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Wochenstart, denn hier ist wirklich gleich vorbei mit der Batterie. Und bevor das alles abbricht und irgendwie nicht funktioniert, macht's mal gut. Bis die Tage. Tschüss, euer Bob.